Jetzt wird's Tag. Ach, lass mich raten, die Emily finden wir jetzt auch nur an einer bestimmten Tageszeit. Nein, nicht das. Und dann das. Machen wir die. Da. Zwischen 6 und 18 Uhr. Wie spät ist es jetzt? Jetzt 5 Uhr morgens. Jetzt gucken wir mal, ob die Krabben jetzt da sind. Da. Waren, glaube ich, 3. Das ist doch genau eine Strand, ein Strandkrabbel. Ach, es ist schon fertig. Ach, es sind, glaube ich, bis Level 3 gewesen oder so. Keiner Panzer. Level 4. Okay, jetzt noch eine. Kleine Panzer. Bist du? Ja, du bist eins. Und schon haben wir es erledigt. Super. Krabbelfellhaus und kleinen Panzer. Gut. Ah ja, noch was am Strand. Ach, die Mücken waren ja, glaube ich, auch hier leicht Mücke oder wie die hießen. Oder ob das die da oben sind. Geht mir doch aus dem Weg. Warum kann ich kein Hasid als Haustier haben? Ich möchte ein Hasid als Haustier haben. Ja, so eins. Warum darf ich mir keins mitnehmen? Du bist doch eine Leichtmück. Nee, du bist eine Kleine. Du bist auch eine Kleine. Ich suche aber eine Leichtmück. Seid ihr welche? Klein? Klein. Ich denke mal nicht, dass ihr damit gemeint wart. Nein, war dir nicht. Vielleicht hier zum Aussichtshügel. Also auf dem Weg hier. Irgendwo da so. Du bist auch noch klein. Warum seid ihr alle klein? Na schön, müssen wir mal gucken, wo wir die dann finden. Warum hat sich das eben angehört, wie eine Truhe, die ich aufmachen kann? Jetzt gehen wir geschwind zu Emily, laufen hier nochmal den Weg ab. Vielleicht finden wir nochmal ein Ausrufezeichen. Scheinbar kriegen... Da, ha, ha, ha. Ach, ist das, das ist die Mutter von Moritz, glaube ich. Du doch nicht. Die schönen Blumen von Francio sind alle hinüber. Die Meckern haben alles ruiniert. Francio ist sein Boden zerstört. Sie sollte froh sein, dass sie nicht ihr Leben verweckt, dass nicht ihr Leben verweckt ist. Vergebt mir, schwarzer Hummer gehört nicht zu meinen Stärken. Hallo? Susanna! Hallo, sagt, könnt ihr mir helfen? Mein Sohn ist schrecklich faul und will einfach nicht lernen. Stattdessen macht er ständig andere kindische Sachen. Worum genau geht es denn? Es ist furchtbar. Er läuft ständig in der Kolonie herum und spielt. Für seine Schulbücher nimmt er sich keine einzige Minute Zeit. Ich habe Angst, dass seine Noten schlechter werden. Och, ich weiß es. Ich könnte ihn mit Süßigkeiten belohnen. Das sollte Anreiz genug für ihn sein, täglich zu lernen. Könntet ihr mir etwas Mücksirup bringen? Wärt ihr so freundlich? Belohnungen sind immer ein guter Anreiz. Bei mir würde der Trick garantiert funktionieren. Das freut mich zu hören. Also werdet ihr mir helfen?
Hatte ich nicht schon irgendwie Mücksaft oder so bekommen? 2 Einheiten Mücksirup? Ich brauche 2 Einheiten Mücksirup. Ja, das stand schon in der Quest. Danke. Für meine Bonbons. Ich bin sicher, ihr könnt welche für mich besorgen. Gut, ich kümmere mich darum. Ja, und von welcher Mücke, das kriege ich jetzt nicht gesagt. Es könnte kleine sein, es könnte große sein. Habe ich denn überhaupt wenigstens eins davon schon? Ich werde zwar der Meinung, aber das war sagt wohl dann doch eher der Raubsaft. Nein, war dann scheinbar der Raubsaft. Hm. Moment, steht das im Questlog? Ich habe da nicht genauer gelesen. Eifrige Lehrerin. Von den Mücks in der Tempra-Höhle. Ach so, okay. Dann sind das... Vielleicht sind dann da auch die leichten Mücks oder so. Ich glaube, die waren in der Tempra-Höhle. Ich bin noch nicht... Quest. Wo? Da irgendwo. Was? Wo ist meine Quest hin? Nein. Hier? Hat einer von euch Damen eine Quest? Oh, du? Hallo? Du siehst aus wie Susanna, nur etwas dunkler. François? François? Ich habe keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Tut mir leid, es ist so schrecklich. Aber ich werde mich wohl damit abfinden müssen. Das klingt, als steckst du in Schwierigkeiten, Schalk. Das sagst du ständig. Hast du auch irgendeinen anderen Spruch auf Lager? Erweiter mal ein bisschen dein Vokabular. Macht ihr euch Sorgen um mich? Och, das ist aber nett von euch. Meine geliebten Blumen haben den Angriff leider nicht überstanden. Und du machst dir ja Sorgen um deine Blumen. Du hast doch echt einen Arsch offen. Ich habe so viel Zeit und Liebe in meine Pflanzen gesteckt. Ja, jetziger Anblick treibt mir die Tränen in die Augen. Ich kenne das Gefühl, etwas zu verlieren, das einem wichtig ist. Ja, Blumen sind mit Fiora absolut zu vergleichen. Können wir irgendwas für dich tun? Sammle 5 Morgenhortensien. Müsste ich eigentlich schon haben. Ihr würdet mir tatsächlich ein paar Blumen bringen. Oh, wie lieb von euch. Gut, ich kümmere mich darum. Nein, ich habe scheinbar doch noch keine 5. Wie viel habe ich denn? Die müssten im Collecticon sein. Ach, die... Ach, wo gucke ich denn? Die sind ja auch hier. Ich Eumel. Brauche ich denn? Ärger, wie viel habe ich denn? Oh, was mache ich denn? Hier. Erst 3. Oh. Das wohl so fleißig eigentlich alles einsammeln, was mir den Weg läuft. Aha. Betty! Hatten wir schon mal das Vergnügen mit dir? Es ist zu aufregend, in seiner Nähe zu sein. Wem? Ich bekomme jedes Mal so ein seltsames Gefühl im Bauch. Der? Ach. Mann, auf der Bank dort ist Kenny Rohn. Ist immer da. Malt manchmal tolle Bilder von hübschen Hom-Hom-Mädchen. Sollte lieber mich malen. Süß. Was denkt Kenny Rohn bloß? Was? Etwas Unanständiges? Hört auf, mich anzulügen. Noch so eine Frechheit und ich trete euch auf die Zehen. Oh mein Gott, auf die Zehen, echt? Oh mein Gott. Also nee, komm, das sieht doch scheußlich aus. Keine Geschäftigkeit. Alles ist so ruhig und entspannt. Man hört nur Spielen der Kinder. Obwohl, manchmal höre ich auch seltsam unterdrücktes Quieken. Oder ich bilde mir das nur ein? Tom hat auch nichts Wichtiges zu sagen. Naja.
Ich muss nicht immer verstehen, was manche Frauen denken. Ne wahr? Reicht, wenn ich weiß oder nicht weiß, was ich gerade denke. Hatten die hier den Abfall? Ach Gott, beinahe wäre ich runtergefallen. Na, hier sehe ich keinen Schrott. Wurde wohl richtig im Meer versenkt. Ja, das hatten wir ja schon. Kenny Rowan hat Sachen. Sollten wir mal mit ihm sprechen, wegen Tauschen. Nur mal so, ganz dezent. Was ist mit dir? Hat der Mekon dieses Mädchen wirklich aufgefressen? Ihr wisst schon, das Mädchen, das diese Maschine bedient hat. Fiora? Du meinst Fiora? Merkt ihr den Namen gefälligst? Ach stimmt, die haben sie ja aufgefressen. Dann, wäre ein Friedhof auch ein bisschen unnütz. Obwohl man könnte so ein symbolisches Grab machen. Nein, ich... Fanclub? Ach, öffentliche Aufmerksamkeit tut dem Künstler gut. Aha, aber sie darf seine Arbeit in keinster Weise beeinträchtigen. Ja, was auch immer. Tauschen. Was hast du denn? Tauschen wollt ihr? Nun gut. Das ist irgendwas Interessantes. Kolonietop. Oh, du hast Mücksirup. Ha, warum nicht? Da muss ich bloß noch einholen. Was muss ich jetzt machen? Muss ich ihm jetzt etwas bieten, was... Aha. Spinnenseide. Eins davon? Schaut ruhig wieder vorbei, falls ihr tauschen wollt. So, noch eins? Ach so, nein, das war falsch. Ja, quieken. Ist schon recht. Tatsache. Dann machen wir das doch so auf ganz publik. Dann nehmen wir das Haarsor-Ding. Das ist zwar mehr wert, aber das ist mir jetzt egal. Ich habe die Quest erledigt. Und jetzt muss ich wieder zu ihr zurück. Ich sollte nicht vergessen, noch zu Emmy zu gehen. Hallo? Das ging ja flott, der Sirup riecht herrlich süß. Ja, ich habe ihn von Worm gekriegt. Das ist bestimmt Anreiz genug für meinen Sohn. Vielen Dank. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Das sagst du immer. Ja, wer sagt's denn? Das war die Mühe doch wert. Und Ryan, warum mischst du dich ständig ein? Wenn er fleißig lernt, wird aus ihm mal ein großes Genie. Wie Rowan, hahaha. Geh weg, Everest. Du nervst so. Ja, nehmen wir mal alles mit. War zwar ein bisschen lame, aber warum soll ich das nicht nutzen? Mach geschwind, Sam. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu spät. Ich habe es nicht drauf geachtet, aber ich denke, na, es dürfte erst 11 Uhr morgens sein. Schätze ich. Lauf doch mal ein bisschen schneller, Schalk. Jo, weil du noch nicht schnell genug läufst. Ha. War mit so viel Ausdauer. Ich wäre schon tot umgefallen. Ja, finden wir bestimmt wieder ein paar Quests von wegen. Da läuft ein. Zackenbärschiger Obelisk herum. Kannst du den für mich erledigen? Ich soll das eigentlich selber machen, aber. Ich habe viel zu viel Angst und ich schaffe das nicht, obwohl ich eine Soldatenausbildung habe. Und habe schon mal erwähnt, dass ich das nicht schaffe. Und obwohl ich ein Soldat bin und dafür eigentlich trainiert bin. Und ja. Aha.